Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Im letzten Part wurden wir Neil und Sass vom Psycom gefangen genommen. Wir sind jetzt hier auf der Palmekia, um sie wieder rauszuholen. Und ja, mit dem Team Lightning, Fang und Hope. Und ja, wir haben ja keinen anderen, weil wir können eh nicht wechseln. Außerdem hätten wir eh nur Snow dabei und den will ich da eh nicht reinwechseln. Auf jeden Fall sind wir von der Ausrüstung bei Lightning natürlich immer noch bei der Aurato Sturmklinge. Ich bin mir bei ihr immer noch nicht sicher, was ich für eine Waffe jetzt bei ihr benutzen werde. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Es gibt so viel Auswahl und ich kann es einfach noch nicht sagen, aber ich liebe Eugli ehrlich gesagt wirklich ein bisschen mit der Aurato Sturmklinge. Einfach weil ich sie irgendwie schon cool finde, ganz ehrlich. Irgendwie finde ich die ja schon cool. Ihr seht es ja, wie der Balken immer wieder steigt, wenn wir dem Gegner Schaden zufügen. Irgendwie hat das ja was. Wenn wir das jetzt mal so sehen wollen. Ich muss noch unbedingt die Paradigmen hier ändern. Das kann nicht sein. Paradigmen sind ja mal mega scheiße. Die muss ich unbedingt ändern. So, erstmal zu meinem Lieblingsparadigma zurück. Blitzschlag. Ah, die Aurato Sturmklinge, muss ich sagen, sie ist cool. Na, ich behalte es jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen. Ich werde es jetzt mal eine Zeit lang ausgerüstet lassen. Weil ich sie doch ziemlich sexy finde. So, wunderbar, das müsste der letzte gewesen sein. Jawohl. Goodie. Na, die ist in Form. So, was wollte ich jetzt nachschauen? Wenn ich das... Ach ja, genau. Ich wollte die Paradigmen wechseln. Gottes Willen, das hätte ich schon wieder beinahe vergessen. Ich glaube, ich spinne. So, Blitzschlag. Es gibt kein Trisaster, da Fang kein Verheerer ist. Kein Problem. Dann bleiben wir bei Lightning auf dem Brecher. Du machst mal einen Heiler und du bleibst ein Brecher. Dann, ja, wenn es mal Nodermann ist, das ist hier ganz sexy, aber dann will ich das lieber so haben. So und so. Und dann hätte ich gerne noch einen Verheerer, Augmentor, Brecher. Das ist doch ganz sexy so. Und dann hätte ich gerne noch Brecher, Verheerer und Verteidiger. Ich glaube mal, das ist, sind so ganz akzeptable Paradigmen. Für den Anfang mal. Habe ich eigentlich noch Kaffee? Ja. Ich hatte noch ein bisschen Kaffee, das ist schön. Ich brauche wieder mehr Kaffee, er ist leer. Meine lieben Abonnenten, schickt mir einen Kaffee. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin kaffeesüchtig. Dabei habe ich ihn früher eigentlich nie so wirklich getrunken. Aber okay. Hm. So. Da haben wir hier erstmal ein Item. Das ist auf jeden Fall schön. Was ich auf jeden Fall sagen will. Hier auf der Palmekia können wir zu ab einem gewissen Punkt der Palmekia sehr, sehr gut leveln. Und wenn ich dieses Mal dran denke, dann werde ich das tun. Ich hoffe, ich denke dran. Wäre auf jeden Fall praktisch. Ta-ta-ta-ta! Herzlich willkommen beim Levelpunkt, meine Freunde! Ja, hier kann man tatsächlich gar nicht mal so schlecht leveln.
Einfach hier ein bisschen durchlaufen, sage ich jetzt mal. Ein paar Gegner kloppen. Dann geht das eigentlich ziemlich cool hier. Vor allem, weil die Drohnen, glaube ich, gar nicht mal so wenig geben. Ich glaube, die Drohnen geben knappe 200, glaube ich, pro Drohne. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, irgendwas mit 100 schieß mich tot war's. Und da die relativ ungefährlich sind und hier sehr, sehr stark vertreten sind, geht das hier eigentlich ganz fix. So, wie viel war das jetzt? 140 waren's. Ja, ist doch nicht schlecht. Das ist doch auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, und einen Brocken Millerit? Sexy. Da freuen wir uns natürlich, sage ich jetzt einmal. Das ist schön. Vorne haben wir wieder ein paar Drohnen. Ich will hier aber noch ein bisschen weiter, bis ich hier level. Weil ein bisschen später kann man dann noch besser leveln. Weil dann mehr von diesen Fliegerteilen da kommen. Und die geben auch ordentlich Erfahrungspunkte. Und dann kommen dann später so große Gruppen und dann ist das alles toll. Dann geben die alle so viele Erfahrungspunkte und dann ist das alles so sexy. Und wo es mir gerade einfällt, ich... Da seht ihr es! Ich habe schon wieder einen Balken voll gehabt. Dank der Waffe. Ach, die Waffe ist toll. So, Analyse. Machen wir mal grüne Front hier. Ich muss nämlich dringend geheilt werden. Ganz dringend. Tu dein Bestes, Hope. Auch wenn das nicht gut genug ist. Wunderbar. Der Dragonair oder Dragonier oder Dragonierfall. Mhm. Hallo Pokémon, ich werfe einen Meisterball auf dich. So. Geh kap. Geh weg. Du warst ein böses Kind. Mama ist ganz böse auf dich, deswegen wird Mama dich jetzt aufschlitzen. Gleich kommt Mama dran. Da ist sie. Und bam, Mama hat dich weggehauen. Ja, Fang ist jetzt die Mama. Jetzt gesehen, die haben 200 gebracht. Gar nicht mal schlecht. Da kann man wirklich gut leveln. So. Hier kann ich nicht weiter. Dann gehen wir mal hier weiter. Und... Ja, hier geht's schon ganz gut. Aber es gibt noch einen Punkt, wo man einfach noch besser leveln kann. Und zu dem will ich. Ja, das sind ja jetzt mal viele. Heidewitzka. Boah, meine Herren. Meine Herren, die ficken sich hier aber durch. Da sollte ich mal lieber schnell auf grüne Front gehen. Uiuiuiui. Die flippen ja regelrecht aus. Sollte ich vielleicht mal hier Delta-Offensive machen. Geht es hier alles ein bisschen gemütlicher voran, weil jetzt greifen sie nur noch Fang an. So, Hope, tu dein Bestes. Fang hält die ganzen Gegner von uns ab. Kein Problem. So. Mach halt. Gehen wir schnell auf grüne Trilith, damit Fang hochgeheilt wird. Wunderbar. Und schon können wir wieder auf die Delta-Offensive gehen. Ja, ihr seht's. Bei so gefährlichen Kämpfen kann ein Verteidiger schon viel ausmachen. Fang als Verteidiger hilft hier jetzt schon enorm. So, und ich würde mal sagen, jetzt können wir wieder auf Blitzschlag gehen. Jetzt ist es nicht mehr so wild. Jetzt ist es beim besten Willen nicht mehr wild. Es ist auch nur noch ein einziger da. Da brauche ich keinen Verteidiger mehr.
Geh kaputt. That's how it's done. Wunderbar. Ja, 700 Erfahrungspunkte. Es ist toll. Es ist einfach toll hier. Aber insgesamt, Palmekia gehört zu meinen Lieblingswelten, sage ich jetzt mal, hier aus Final Fantasy 13. Ist hier was? Hier hinten? Ah, ein Item. Schön. Bewacht. Von was? Ach, von dir. Komm her. Bloß von dir. Ach, und auch nur von einem. Jetzt aber. Von einem einzigen. Bringt euch doch gar nichts. Außer mir Erfahrungspunkte. Ja, 163. Das ist wirklich nicht schlecht, würde ich jetzt mal meinen. Und hier findet man auch so tolle Items. Dünnaggregate sind was Tolles. Die sind super zum Modifizieren. Super. So, sind es diesmal zwei? Tatsache. Wenn das so ist, dann machen wir natürlich eine Rachekampagne. Hope, tu mal so, als ob du nützlich wärst. Schneller, Hope. Hättest schon längst beim Heilen fertig sein können. Nur so nebenbei erwähnt. Jetzt geh endlich kaputt. Behalt deine Raketen bei dir, so. Wunderbar. Jetzt geh halt dann kaputt. Guten Tag. Wie geht's euch denn so? Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen, die Gegner. Naja, drei sind doch ein bisschen gefährlich. Da hätte ich ganz gerne mal ein paar Debuffs auf denen und ein paar Buffs auf mir. Weil drei davon sind doch ein bisschen gefährlich. Und ja, jetzt wo die Buffs drauf sind, langsam aber sicher mal, können die eigentlich gar nichts mehr machen. Sag mal, Hope, kannst du nicht Vigilant oder was? Oder warum zauberst du das nicht auf mich? Und ihr könnt wohl nur Gemach haben, oder was? Hm. Machen wir mal kurz grüne Front. So, weil er einen Tornado macht, deswegen soll der mal kurz heilen. So, oh, es ist anscheinend nur noch einer übrig, so wie es scheint. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, wunderbar. Okay. Hätten wir die jetzt auch endlich mal hinter uns. Mit meiner geliebten Lightning. Ach, ich mag Lightning. Lightning ist toll. Na, komm her. Hui, das sind ja schon wieder so viele. So, ganz wichtig ist jetzt, dass du mal Gemach machst, genau.
Das ist mal ganz wichtig, dass hier das gemacht ist. So. Und jetzt will ich erstmal ein paar Buffs hier haben. Hör auf, irgendwelche Raketen nach mir zu schießen. So, dann will ich jetzt mal kurz eine Heilung. Heilung kann ich jetzt eigentlich ganz gut mal gebrauchen. So. Und jetzt bitte wieder scharfer Sturm. Jetzt kannst du mir noch ein paar Buffs geben, mein guter Hope. Und so haben die dann alle keine Chance. Ja, wunderbar, im Schock. Gegner im Schock sind gute Gegner. So, schön viele Buffs. Hope, du brauchst ganz schön lange für die Buffs, ganz ehrlich. So, jetzt heil mal wieder. Okay. Und jetzt kannst du mit dem Blitzschlag weitergehen. Wunderbar. Geh kaputt. Und jetzt nur noch dieser Dragonier und der dürfte kein Problem sein. Ich habe schließlich einen Meisterball da. Danach schon habe ich eigentlich wirklich einen Meisterball. Jetzt müsste ich eiskalt mal Pokémon starten und mal nachschauen, ob ich einen Meisterball habe. Ich glaube schon. Sag ich jetzt einmal. Da ich ihn eigentlich immer mitnehme und ich den Meisterball eigentlich so gut wie nie benutze, sollte ich eigentlich einen haben, ja. Eigentlich sogar zwei. Eigentlich müsste ich zwei Meisterbälle haben. Einen aus meiner X-Edition und einen aus meiner Alpha Saphir. Lass mich zu dem Item. Ja, vier Flaschen Silikonöl, das ist schön. Hier was? Nein. Wie viele KP habe ich eigentlich mittlerweile? Ja, knappe 4000, das kann sich sehen lassen. Guten Tag. Und man muss sagen, es gibt hier noch einen besseren Levelpunkt. Das hier ist schon ein guter Levelpunkt, aber es gibt hier noch einen besseren. Auf diesem Schiff. So, die beiden sind jetzt schnell besiegt. Wunderbar. Vielleicht werde ich aber trotzdem hier mal offscreen ein bisschen leveln. Warum auch nicht? Ist hier zwar nicht ganz so perfekt wie auf dem anderen Levelpunkt, aber trotzdem. Gut leveln kann man hier trotzdem. Wunderbar. Ah, ja, hier geht's ins Innere. Wunderbar, das bedeutet, sobald wir drin sind, spawnen hier draußen die Gegner wieder. Und das ist schön. Uiuiui, sind aber wieder ein paar Viecher hier unterwegs. Da will ich lieber ein paar Buffs haben. Das ist sicherer. Uiuiui, hier sind ja einige unterwegs. Hör mir auf, ey. Hör mir auf, hier ist ja gerade einiges unterwegs. Hope, heil mal lieber ganz schnell. Heidewitzka. Eieieiei, hier kommt mir gerade so gar nichts mehr vor lauter Gegnern. Gott sei Dank habe ich Protes. Protes ist hier gerade ganz, ganz wichtig.
Oh nein, nicht auch noch Tornado. Hör auf. Ja gut, Tornado war jetzt gerade nicht so stark, glücklicherweise. Schnell scharfer Sturm, damit wir wieder ein paar Buffs bekommen. Na komm, hopp. Oh oh, da sollte ich vielleicht dann doch mal heilen. Aber es geht doch hier ganz gemütlich voran, würde ich jetzt mal meinen. So, wunderbar. Braucht es nicht mehr zwingend auf Buffs gehen bei den zwei Gegnern. Da reicht Blitzschlag vollkommen aus. Ja, man sieht's ja. So, und der nächste ist auch im Schock. Wunderbar. Jetzt muss es da einfach nur noch kurz ein bisschen schneller gehen. Komm, ein Angriff noch. Oder so, hopp. Das ist auch okay. Wunderbar. Habe ich irgendwelche Items? Nein. Ja, dann können wir jetzt erstmal hier die KP verteilen. Ja, man sieht es, 5000 KP haben wir hier bekommen. Das ist nicht schlecht. Mega Vita will ich haben. Mega Vita ist lecker und wenn ich schon dabei bin, kann ich jetzt eigentlich gleich auf den Rollenstufenkristall zugehen. Hast du da irgendwas Interessantes, Haupt? Nur Mega Vita? Bei dir interessiert es mich ja weniger. Da ist nix. Da dein Rollenstufenkristall. Sturmangriff. Ja, dann konzentrieren wir uns mal hier auf Sturmangriff bei dir. Wunderbar. Fang bei dir Manipulator klingt... Oh ja, Manipulator klingt gut. Manipulator klingt sehr gut. Und Hope, bei dir mache ich einfach auf Verteidiger. Hope sage ich schon. Snow, bei dir mache ich einfach auf Verteidiger. Kann es sein, dass ich die beiden vom Namen her immer wieder verwechsel? So. Wunderbar. So, und wenn ich jetzt hier reingehe, kann auch sein, dass ich mich vertue. Why can't I do it? I got no reason to keep living. I can't even kill you. Freeze! Take him! Yeah.
You should be proud. Your son's a hero. The boy who saved Cocoon. We'll erect a memorial in Eden and put his crystal on display. A memorial? He's a little boy! As the son of a pulseless sea, he would have lived in shame and misery. Isn't it better he be treated with reverence as a monument to sacrifice? The next time your eyes open will be the last. I'm pathetic. That's my life. I'm the one who lied to everyone. Forget it. You can't change what's done. But if I just told the truth... Now. I've been thinking. You woke up from being a crystal once. Well, that means Dodge will wake up one day too, right? What was it like? I mean, how did it happen? You were done with your focus, right? I was chosen. I was made into Illisi to fight against Cocoon. It happened back on Grand Pulse, hundreds of years ago. We finished our focus, and we fell into a long crystal sleep. We woke up on Cocoon to the start of a new focus. Fang, she'd forgotten everything. And for me, just the thought of hurting people again, it was too much. So I lied. I played dumb, said I'd lost my memory. I wanted to escape my fate as a Illisi. And ever since then, I've been running away from it. Let us through! Block our way, you die! You trying to get him angry? Yeah, I thought maybe they'd run. There's been enough blood spilled. You thought they'd run? Let me refresh your memory. Those soldiers think they're protecting Cocoon from the sea. The Falci have them all brainwashed. Falci? I have had it. We cannot let this go on. Attention all crew. Code green. Repeat. Code green. Security forces stand by. Hostile forces on board. Code green. Thank you.
Alles klar, es geht wieder weiter. Jetzt will ich nur mal eins gucken. Und zwar... Ja, es geht, sie sind wieder da. Ach, ist das schön. Okay, ich werde offscreen hier ein bisschen leveln. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, genau hier an Ort und Stelle, wieder, wenn wir die KP verteilen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 13 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.